Ja, vielen Dank. Ich würde gerne noch mal trotzdem nachfragen, Herr Habeck, wie sehr haben Sie denn mit Ihren Aussagen in den Tagesthemen gestern den Streit in der Koalition noch verstärkt? Und könnte das nicht eine mögliche Einigung am Sonntag auch über den E-Fuel-Streit erschweren? Eine Einigung in der Koalition ist, das habe ich ja versucht zu sagen, jederzeit möglich. Und ich bin hoffnungsvoll, dass sie auch gelingt. Dann lasse ich noch einmal kurz Frau Heescher hier im Raum dran kommen und dann machen wir Schluss. Schließt auch an, Herr Habeck. Ich wüsste gerne von dem Referentenentwurf, hat vier Häuser Kenntnis: das Kanzleramt, das Bauministerium, das Finanzministerium und Ihr Haus. Welchen dieser vier Häuser unterstellen Sie, dass konkret geleakt wurde? Von welchem Referentenentwurf? Ach so, ich war jetzt bei dem Papier für den Windgipfel. Das weiß ich nicht, denn es ist ja ein großes Geheimnis, woher die Journalisten ihre Quellen haben. Vielen Dank.